Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen uns heute passenderweise, sage ich schon Freunde, Leute, ist mir euch aufgefallen, den neuen Track von Elif an. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich struggle ein bisschen mit Namen allgemein und mit der deutschen Sprache auch ab und zu. Aber wir schauen uns rein in den neuen Track, Freunde. Er heißt Freunde. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja zuletzt zu Ende gehört von ihr mit dem lieben Samra zusammen, was ich unglaublich stark fand. Und das war das allererste, was ich von ihr gehört habe. Ich habe dann erfahren, sie hat bei Popstars mitgemacht, ja, vor Ewigkeiten gefühlt. Aber ich hatte sie nicht mehr auf dem Schirm. Viele von euch kannten sie von damals noch oder konnten irgendwas schon mit ihr anfangen. Ich leider nicht, aber ich habe viele Nachrichten von euch bekommen, dass ich mir diesen Song auch noch anhören soll. Sehr, sehr gerne, Freunde. Link zum Original, ganz wichtig, oben in der Beschreibung. Supportet sie. Sie ist sehr talentiert. Und ich freue mich wirklich auf diesen Track, weil ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Auf Instagram hat sie vor kurzer Zeit ein Q&A gemacht. Da haben viele Leute gefragt, gehst du jetzt in die Rap-Richtung? Wirst du jetzt Rapperin? Was machst du? Und sie hat einfach gesagt, sie macht das, was sie möchte, was ich eine unglaublich schöne Aussage fand und was immer der richtige Weg ist. Von daher, Leute, bin ich gespannt. Wir hören rein bei Freunde, ja. Ein Titel, der auch zu meinem Kanal gut passt und ich bin wirklich gespannt. Wir hören rein. Falls ihr mein Video zu Ende noch nicht gesehen habt, ich werde es oben ins i packen, Leute. Schaut euch das gerne nochmal an. Ansonsten geht's jetzt los. Directed by Tilfun. Leute, wir wollen Credits geben. Tilfun Losen und Beat, beziehungsweise Instrumental, Freunde, ist von... Steht es hier? Produziert by, produced by... Ich sehe es nicht. Ich bin wahrscheinlich aber auch dumm. Ah, hier steht es irgendwo. Produced by... Ah, okay. Krass, bei den beiden. Ich werde nicht versuchen, den Namen auszusprechen, weil ich es eh nicht hinbekommen werde. Deswegen, let's go. Ich tue so, als wenn wir Freunde wären. Als wäre es mir egal, wie du mich ansiehst. Ich tue, als gäbe es uns nicht mehr. Okay. Dabei macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Du hast keinen Plan. Ich liebe dieses leicht raue, dunkle in ihrer Stimme, was ihr so eine kraftvolle Stimme gibt. Dabei macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. Und tu so, als wenn wir Freunde wären. Dabei weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht hin. Krieg's nicht hin. Boah. Ich höre die Sprachnachricht vom Erzähl, wo du mir sagst, ich fehl dir so sehr. Boah, stark, auch wie der Beat jetzt einsetzt. Ich weiß nicht ganz genau, ich krieg das nicht hin. Krieg's nicht hin. Ich hör die Sprachnachricht vom Erzähl, wo du mir sagst, ich fehl dir so sehr. Stark. Dass du es fast schon nicht mehr aushältst. Schon abgefahren, wie du jetzt mir fehlst. Sie hat so eine krasse Diversität in ihrer Stimme. Sie kann sie so krass gut einsetzen und kontrollieren. Du es fast schon nicht mehr aushältst. Sehr einzigartig. Schon abgefahren, wie du jetzt mir fehlst. Ich kenne deinen Namen, alle Tattoos auf deiner Haut, yeah. Okay, wait a minute. Wait a minute, darauf war ich nicht vorbereitet, Freunde. Wir hören nochmal rein. Ich fehl dir so sehr, dass du es fast schon nicht mehr aushältst. Schon abgefahren, wie du jetzt mir fehlst. Ich kenne deinen Namen, alle Tattoos auf deiner Haut, yeah. Jetzt, wo du weg bist, hab ich gecheckt, wie sehr ich dich brauch, yeah. Alter! Ich lese die Nachricht vom Oktober. Wo du mir schreibst, ist es over. Du kommst zu mir und es ist fast wie früher. Nur, dass du wieder gehst. Schön. Und woanders schläfst. Boah, auch der Blick von ihr, Leute. Warum ist sie an mir vorbeigegangen die letzten Jahre? Wo war sie? Wo war ich? Ist die Frage. Wo war ich? Nur, dass du wieder gehst, yeah. Und woanders schläfst. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Hook erinnert ein bisschen an zu Ende, finde ich, schon vom Einstieg, auch, aber auch eher wegen der Stimmlage. Aber trotzdem der Part davor, wo sie kurz einfach mal kurz rasiert hat, flowtechnisch. Stark. Ich hoffe, da kommt gleich im zweiten Part nochmal so eine Stimme. Wieder gehst und woanders schläfst. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ich tu, als gäbe es sonst nicht mehr. Macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. Ich finde auch die Mimik irgendwie in dem Video so gut von ihr. Sie schafft es irgendwie, wirklich das, was sie aussagt, nicht nur stimmtechnisch gut wiederzugeben, sondern auch einfach in ihrer Mimik, in der Gestik so, dass man das viel mehr fühlt. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. Und du sollst, wenn wir Freunde werden. Das meine ich, das meine ich. Weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht hin. Kriegst du
auf seit unserem Breakup. Siehst du mich nicht mehr ohne Make-up? Boah, irgendwie, ich weiß nicht, der Reim war jetzt nicht so krass Breakup, Make-up, aber die Stimme einfach. Ganz genau, ich krieg das nicht. Man hört so ein bisschen, man hört das, man hat das Gefühl in der Stimme. Krieg's nicht hin. Fällt dir auf seit unserem Breakup? Siehst du mich nicht mehr ohne Make-up? Ich wechsle 7 Mal mein Outfit für die Party, wo du auch bist. Ich kann nicht. Boah, stark. Das war eine gute Zeile, Mann. Das. Ich fühle das. Outfit für die Party, wo du auch bist. Ich kann nicht mehr pennen, will alles verdrängen, aber es klappt nicht. Weil ich ja nicht denke, egal wo ich bin, du in meinem Kopf bist. Ja, Mann, bitte mehr in diese Rap-Richtung, Mann. Krass. Weil sie kann gut flowen, sie kann gut flowen. Sie hat die Stimme dafür, dass man es einfach. Dass man hofft, dass da mehr kommt. Dass man hofft, dass man will zuhören, man möchte weiter. Mal mein Outfit für die Party, wo du auch bist. Ich kann nicht mehr pennen, will alles verdrängen, aber es klappt nicht. Weil ich ja nicht denke, egal wo ich bin, du in meinem Kopf bist. Ich will nichts hören von deiner neuen. Doch sag, was ich mich für dich freue. Relatable. Mir. Und es ist fast wie früher, nur dass du wieder gehst und woanders schläfst. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären, als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ich tu, als gäbe es sonst nicht mehr. Dabei macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. Und tu so, als wenn wir Freunde wären. Bruder, wie kann man so von einem Motorrad absteigen und so aussehen? Wirklich, Shoutout an die Beatmaker nochmal. Die beiden haben wirklich wieder ein Brett geliefert hier. So wie der Obi-Lieferdienst. Damn. Sehr, sehr strong. Auch wunderschöner Shot hier gerade. Damn, schönes Poster. Ich hätte das als Poster gerne. Bitte einmal an mich liefern lassen, danke sehr. Damn it, holy shit. Okay, Freunde, wir kommen erstmal zum kleinen großen Mini-Fazit, ja? Das war wirklich stark, das war wirklich, wirklich stark. Das war das Erste, was ich von ihr solo jetzt gehört habe. Das Allererste, was ich von ihr solo gehört habe. Und ich bin überrascht. Ich fand gut, dass diese... Dass es ein bisschen in die Richtung Rap ging, Alter. Die zwei Parts, wo sie einfach mal geflowt hat. Richtig krass rasiert hat. Stark, mehr davon. Ich hoffe, es kommt mehr in die Rap-Richtung, je nachdem, wie sie will, wenn nicht. Okay, auch cool. Aber ich fand das extrem stark. Es war mal extrem erfrischend, sowas zu hören. Von jemandem, der eigentlich, so wie ich es rausgehört habe, eher aus der Gesangsrichtung kommt. Jetzt so einen neuen Stil irgendwie schon zu haben fast. Sehr, sehr schön. Sehr musikalisch und dann trotzdem diese Rap-Elemente drin. Sehr cool. Hook, wie gesagt, hat mich ein bisschen an Zu Ende erinnert, vom Einstieg her. Aber trotzdem was sehr eigenes, sehr kraftvoller Track. Ich glaube, da ist für viele was drin, wo sie irgendwie sich relaten können oder... Wo man sich halt irgendwie an das eigene Leben, an die eigene Nase fassen kann, whatever. Sehr, sehr stark, Alter. Boah, krass, Alter. Mehr, ich brauche mehr davon, Leute. Kommt was raus, kommt ein Album raus, kommt eine EP raus, kommt irgendwas. Nee, nichts angekündigt, soweit ich weiß. Okay, Freunde, lasst mir auf jeden Fall eure Meinung zum Track da. Kanntet ihr Elif? Ich nenne sie einfach Elif, es tut mir leid. Wenn es falsch ist, es tut mir leid, schon vorher. Und welche Tracks soll ich mir noch anhören? Irgendwelche alten Highlights, die ich mir noch ansehen soll, irgendwelche Diamanten versteckt, Leute. Schreibt es mir gerne rein. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Checkt nicht, vergesst dieses Originalvideo abzuchecken, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, bleibt fresh, so wie immer, meine lieben Freunde. Und